Ey, yo, Digga, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Folge. Wir begrüßen euch herzlich wieder. Haben wir gerade beschlossen, weil das Wir Spiel haben nämlich gerade so beschlossen. Spaß macht. Ja, weil es so Spaß macht und weil es ganz schön lang ist. Jetzt musst du noch zwei Nullen eintippen. 30 Ach so, und zwei Nullen. okay, so, jetzt Das ist geht's wie los. Mathematik, ist Jetzt das, geht's los, ne? jetzt geht's los. So, also wir versuchen das Erbauungsjahr herauszubekommen, aber. TCM, ich gebe dir mal einen Tipp, du wirst es nicht in der halben Stunde schaffen. Das Erbauungsjahr rauszukriegen. Ich zerstöre schon mal alle deine Geil, Hoffnungen. dann gehe ich wieder raus. Dann gehe ich jetzt. Tschüss. Ja, das hättest du auch nicht hier gefunden. Oh Mann, ich verrate so viel. Ich wollte nicht so viel verraten, weil ich will ihn leiden sehen, so wie ich gelitten habe. Naja, solange ich hier keinen Rage Quit mache. Ich will hier diesen. Da hoch möchte ich jetzt. Tarot. Leicht umständlich der Aufgang hier. Oh, lass mich raten, ein schwieriges Rätsel, um die Tür zu öffnen. Oh, hier. Ja, hier ist doch was. Vielen Dank. Schön. Ja. Die Kasse im Haushaltswarengeschäft hilft dir hier weiter. Okay. Na dann möchte ich gerne jetzt zurück. Oh. Ach, hier drüben, okay. Haushaltswarengeschäft. Das ist das, wo wir hier dieses ganze Zeug geholt haben. Ich frage mich, ob diese Funktion, dass mir die Kasse weiterhilft, auch vorneweg schon existiert hat oder ob nur das, weil ich jetzt die Knöppeln gezogen habe. Nee, das war schon vorher da. Aha. Also es wird nicht immer erst aktiviert, wenn man irgendwas, okay. Nee, oder? Klickst du einfach auf das. Nee, war da drüben irgendwo? Irgendwo kommt die Hand, ja. Ah! Das wäre jetzt aber der Obergag gewesen. Oh, hier ist noch mehr. Was? Farm Lubricants? Die Kasse, was? Ach komm, wir gehen erstmal hier hin. Ah. Ach, ah, okay. Nee, das bringt mir ja nichts. Ich Kannst du dachte ja mit dem gar Benzinkanister aufhauen? Aber was stand denn bei der Hilfe? Ja, ich brauche einen Schlüssel. Aha. Ich brauche einen Kassenschlüssel. Ja, das sehe ich schon. Deswegen wollte ich ja jetzt gerade. Oh nee. Das soll doch bestimmt auch was sein. 2-5-1-2-1. Oder? Hat das auch einen Sinn? Hier. Das ist so rot umkringelt. Ich schreibe mir mal 5, 7, 9 auf. 7, 9. Von Busch. Busch. Dürfte ich noch um sein grünes Ding bitten? Was? Ach so. Okay. Ich dachte, jetzt Wir vermisst du werden einen Busch. übrigens nicht gesponsert von Haribo Pasta. Nicht mehr. Nee, aber das ist echt cool. Das Zeug krümelt wie Sau. Ja, das ist wie diese kurzen, kennt ihr bestimmt alle, diese kurzen Haribo Stripes oder wie nennt man das? Mit Zucker drumrum, Keine die so Werbung. sauer sind. Keine Werbung. Ups. So. Und die gibt es auch in lang und schmecken sehr gut. Das kennt man ja. So, jetzt geht's weiter. Also, wir brauchen einen Kassenschlüssel. Warte mal. Oh, Leute, hast ihr in ihr Kopfhörer auch so wie ich? Ich hoffe doch.
den Tod, den in ihr Kopfhörern. Also hier geht's nicht weiter. No. Hier ist wirklich, oder? Nee. Nee, nee. Also wieder raus. So. Was haben wir denn noch? Wir greifen dir einfach mal herzhaft zwischen die Beine. Hilfe gibt's keine? Doch, doch, gibt's. Dachte ich. Ja, jetzt. Jetzt. Ja, dunklen Keller. Oh, in dem Keller, wo man nicht reinkommt ohne die Hausnummer. Genau. Ohne die Jahreszahl. Oh Gott. Nein! Den Fall möchte ich gerne haben. Ich sehe schon, ich glaube, das Spiel wird bei TCM auch lange gehen. Und ich kann hier nicht weitergehen. Doch, doch. Muss ich, glaube ich, umdrehen. So, und jetzt kannst du. Genau. An der Seite vorbei. Ach, Police Station, da soll ich doch was machen. Mhm. Ich wüsste schon gar nicht mehr was. Und hier. Nee, hilft doch nicht. Richtig. Was soll ich denn? Hier läuft eine Zeit ab. Mhm. Was soll denn das? Na? Was soll denn das? Hä? Sinn? Was soll denn das hier von der Zahl sein? Wo muss die irgendwo hin? Tipp? Na, probier mal noch ein bisschen. Nee, also das erschließt sich mir nicht. Was soll ich denn mit der Zahl machen? Hä? Hä? Ich weiß nicht mal, was das ist. Sind die Punkte wichtig? Ist diese Form wichtig? Das ist eine Rechenaufgabe. Ja, und dann das durch 4 und dann... Richtig oder falsch? Nee, einfach ob es geht oder nicht. Also theoretisch geht's ja, aber es kommt keine, wie nennen wir das, ganze Zahl raus. Also ohne Komma meine ich. Och nee, nicht solche. Oh. Nee, es geht nicht. Das geht eigentlich auch nicht. Musst du eigentlich bloß die letzte Zahl immer angucken. Ach so. Was? Oh, was? Hä? Na, irgendwas mit 0 am Ende geht immer durch 5. So. Hä? Wieso denn das nicht? Ich kann kein Mathe. Das geht denn so. Das geht halt gerade mal. So, das geht. So, das geht auch. Könnte da. Das geht nicht. So. Das müsste gehen. Das geht auch. Nee, das ging nicht. Oh, doch. Doch. Oh, so ein Mist. Das. Polleis. So, danke. Haben wir jetzt wenigstens hier einen netten Polizisten drin sitzen? Nein, natürlich nicht. In dem ganzen Ort gibt's bloß den Schokoladenfritzen an der Theke. Und selbst der ist weg. Und selbst der ist schon weg. So viel Zahlen. Bringt mir. Da schreibe ich mir jetzt auf 702 Wood. Mhm. Mr. Wood.
Guck mal, wir befinden uns im Jahr 1955. Sehe ich das richtig, oder? Ja. Bringt mir das was? Stempel! Das hat mir ganz viel gebracht jetzt. Das hat mein Leben bereichert. Ein kleines Stempelkarussell. Das sieht wie ein Kassenschlüssel aus. Trotzdem geht das mal hier hin. Oh, ja. Ja, das ist ja fast wie im Motel. Es fällt die Tür zu und ich muss ein schwieriges Rösel lösen. Na, was? Rösel. Ich mal mir das jetzt aber nie ab. Nee. Brauchst nicht. Da habe ich, glaube ich, auch nichts mitgemacht. Okay. Das Licht bleibt auch an. Ach, hier ist noch eine Tür. Wie heißt der gute Mann? Sergeant A. Warmer. Oh, dramatische Musik. Ach, restlichen Kartenteile. Mhm. Okay. Warum steht denn hier was anderes dran am Schild? Das ist komisch, ja. Kleiner, vertrockneter Engerling. Das ist eine Kinnade, ist das? Hey Chief, habe den Kassenschlüssel von Brynn aus dem Drugstore. Brynn, stimmt. aus dem Drugstore gefunden. Von Brynn. Schlagnahmt. Ja, gut, den haben wir ja jetzt. Der gute Brynn. Brynn. Bran. So, hier ist doch nichts weiter. So, das ist wieder das hier. Ah! Gut, hier geht's nicht weiter, deswegen gehen wir wieder raus. Tschüss. Liebes Polleis. So. Nee, warte mal. Stopp. Ah nee, nach links kann ich wohl gar nicht. Hier? Nee. Du musst erstmal geradeaus aus dem Kreisverkehr raus. Hast du da rumdrehen? Kreisverkehr, Nee. So, ins Weiter und jetzt nach links. Jetzt nach links? Ja. Mhm. Warte mal, ich gehe aber kurz in den Drugstore rein. Drugstore. Also hier steht eine 700. Oh no! Ach, diese Steuerung. Hier mal zum Einkaufen kommst. Ah ne, das ist ja gar nicht. Das ist dort. Was? Das ist der Drugstore. In der kleinen Küche. So, ich bleib mit der Maus drauf und ihr müsst eindeutig der Benzin drauf. Ah, ne. Eins plus eins ist. Vielen Dank. Richtig! Also, hast du schon die Kassenzettel gefunden? Ich habe einen Kassenzettel gefunden. Mhm. Was müssen wir da jetzt eingeben? Die? Nee, du hast. Achso. Na, überlegen Sie mal. Hier vorne hängt ein Zettel. Da. Ja und? 6,15 Dollar. Muss ich jetzt eingeben oder wie? Kein Komma. Gut. Tschüss, ich gehe, ich mach Feierabend. Hä? Na, hast du nicht irgendwo noch einen anderen Kassenzettel gefunden? Ja, doch, das ist das hier. Also.
Och. Also mal ganz ehrlich, diese Zahlenanordnung, ne, dieses Numberbit, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0 plus. Das wird kein Mensch. Ah, das. Oh Mist. 3, 4, 5 plus 68 plus 9 plus 24. Die 4 war eigentlich hier. Habe ich schon plus gedrückt? Nee. 7, 7, 8. Was ist denn der Mensch eingekauft? Geil, ist nichts passiert. Hä? Nee, ich kann es nicht nachvollziehen gerade. Ich habe das jetzt eingegeben. Ach so. Ja! Nee, warte mal, nicht bloß. Nee, das stimmt ja nicht. Ich habe ja das alles eingegeben. Ja. Ja. Aber was fehlt denn? Das Ergebnis. Ja. Aber wo muss ich denn das auch eingeben? Na, muss ich ja nicht eingeben. Hä? Du musst einfach bloß ausrechnen. Und das Ergebnis dort eingeben. Ja. Weil man auch an der Kasse in dem Geschäft den Kassenzettel schon vorneweg ausrechnet. Ach, und dann das Ergebnis in die Kasse eintippt. Das ist ein Mathe-Spiel. Das ist sowas von unrealistisch. So ein Käse. Gib mir gleich mal einen Taschenrechner. Den mach gleich mit. Oh. So ein Quatsch. Quatsch. So, das ist dasselbe. Ich übertrage das. Ich mein Auto ist kein Tank mehr, kein Benzin mehr drin. Ich tanke das Auto voll, fahre dann zur Tankstelle und drück auf die Säule. Das ist genau dasselbe. Oh. Du drückst drauf. Auf die Säule drücke ich und sowas von. Plus 68, plus 9, plus 24. So ein blödes Spiel. 7, 7, 8. Kauft euch das ja nicht. Ah. Also. 1224. Und was soll ich jetzt drücken? Ist gleich. So ein Quatsch. So ein Quark! Ja, gut, dass es ein Dur-Dreiklang ist, aber ein Moll-Dreiklang auf dem Papier steht, liebe Freunde der Musiktheorie. So, danke. Schöne Kasse, so eine möchte ich bitte auch in meinem Geschäft mit Noten. So, okay, kann ich mir merken. Oh, Freunde, das ist ja hier so ein Quark. Und das tut ihr euren Kindern an im Jahr 2005. Kein Wunder, dass das mit Mathe nicht geklappt hat. So, jetzt zur Kirsch. Wo war denn die Kirsch? Hier ist die Kirsch. So. Ah, nee, ist wirklich mal. Stimmt sogar. Ich will jetzt blub 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 machen nochmal. Okay, dann nicht. Ah, ja, eine Orgel mit drei Klavierpedalen unten dran. ja. Hier, also, und die gute Reset-Taste, die kennt man ja. Es ist ein Stück mit nur einer Notenzeile. Das kennt man auch vom Orgelspiel. So ein Quatsch. Hier fehlt eine Notentaste. Da fehlt wohl noch eine Taste. Ja, ich hab doch nicht mal alle Tasten im Schrank. Na, steht da, kannst du das lesen? Ja. Mhm. Nee. Nee, das kann kein Mensch lesen. Hier steht ganz viel Text. Ganz viel und Primzahlen. Hier bei der 7 Face nämlich. Die gute 7. Na, dann gehen wir mal in das Sakristei. Stadtbuch! Ja! Nein! Kann ich das auch angucken?
denn? Hier. Ah. Überall ist kein Fleck drauf. Was soll denn das hier? 1950 haben wir es wohl, oder wie? Steve Dick. Wieder der kleine Abschnitt von der Seite umgeblättert wird. Das war's schon. Dirk Brömmel. Was ist Ref Igul? Was ist denn das? Lucy Fair. Nee. Hier, Tankstellenbesitzer. Ha! So. Naja. Jetzt kriegen wir erstmal den seine volle Adresse erstmal. Bringt mir das was? Johnson 573. Mhm. Von wem braucht man noch was? Nee, niemand. Alfred Hitchcock. Ja, Alfredo Hitch. Was soll denn das Buch eigentlich? Tja, gut. Mehr kriegen wir jetzt nicht, mehr nützt uns auch jetzt nicht, oder? Januar 1951. Der Graf tyrannisiert uns weiterhin mit seinen mathematischen Rätseln. Er ist davon besessen, die Zahl Pi errechnen zu können. Sein Wahn macht ihn immer grimmiger. Entschuldigung, ich kann dabei nicht ernst bleiben, es tut mir leid. Jetzt geht's um mich. 10. Februar 1951. Ein kreuzer Postbote hat erzählt, dass vor langer Zeit die Mutter des Grafen ein seltsames Päckchen erhalten hatte. 11. Februar 1951. Angeblich wurde irgendwann einmal etwas in der Statue versteckt. Ja, danke. 30. April 1951. Wieder hat der Graf Rätsel in der Stadt aufgestellt. 2. Juni 1951. Familie Clark aus dem Haus an der Numberwood Street 577. Ja, es ist 1950, da ist man mal ein bisschen müde. Da haben wir noch nichts weiter dazu. Hat die Stadt verlassen. Okay, 51. Die Stieftochter des Grafen wurde schon lange nicht mehr in der Stadt gesichtet. Es wird vermutet, dass er sie in einem Verlies festhält. Okay. Och nee. Das war's schon. 11. November 1955. Weil immer mehr Einwohner im Labyrinth verschwinden, haben wir uns dazu entschlossen, es zu verschließen. 20. September. Das Erbauungsjahr des alten Hauses erwies sich als gute Hilfe. Ei. So, okay, 1957, alles klar. Was? Aber dieser Text. Das Erbauungsjahr des alten Hauses erwies sich als gute Hilfe. Für was denn? Na, das bist du schon noch. Um sehen. In den Keller zu kommen, oder wie? Das ist das alte Haus. Das ist das alte Haus, ja. Ui, der Haus. So, 1855 darfst du verlesen. Okay. 1855. So kamen wir in das Gewölbe. Doch der Gang dahinter blieb verschlossen. Okay, ich hab das als neuen Abschnitt gelesen. Ist ach schon Mensch. Gut. Da darfst du dafür die letzten zwei verlesen. 1. Oktober 1957. Wieder haben einige Einwohner versucht, durch das Labyrinth zu gelangen. Sie kamen nicht mehr zurück. Oh, wie ich nach dem Spiel. 4. November 1957. Immer mehr Einwohner verlassen die Stadt, da die Rätsel, mit denen uns der Graf das Leben schwer machen will, zur Qual werden. Da kann man nichts mehr dazu sagen. Okay. Da gucken wir uns jetzt mal im Keller um. War vielleicht noch was in dem Schrank? Nee, hier nicht, nee. Oh, die
diese Orgel, ne, das regt mich auf. Naja, okay, gut, danke. Und mit dem nächsten Klick ist man noch näher an der Tür dran und noch näher. Und auch mal, man bricht mal mit dem Kopf durch die Scheibe. Ihr Gesicht wurde in 50 zum Quadrat durch 2,5 Teile zerschnitten. Vielleicht hilft dir das, die Registrierkasse beim Gärtner zu öffnen. Danach male eine Kartoffel und singe ein Lied dazu. Ja, ja, das Kartoffelmalen erwies sich als gute Hilfe. Ja, das bin ich zu weit gegangen. Oh Mann. So. Warte mal, kann man diese blenden? Warte mal, das meinen die vielleicht mit blenden. Ja, warte mal, die können wir vielleicht abschalten. Und Spiel stürzt ab. Blenden aus. Geht zurück. Wie komme ich zum jetzt? Spiel, zum Spiel. Da unten. Ja. Puh. Ja, da verschwinden nämlich diese übergangsseichten Blenden hier. Da geht es ein bisschen schneller vonstatten. Zack und hinab. Und hinauf. Und hinauf. Weit hinauf. Also. 1855. 0. Okay. Gut, haben wir das auch erledigt. Da kann ich das auch wegmachen. Und das haben wir auch erledigt hier oben. Das ist ein Kack. Verzeihung. Was ist denn hier schon so Schönes? Aber der Gang dahinter blieb uns versperrt. Die Tür war fest verschlossen. So, was darf man denn hier wieder Nettes machen? Guck mal, keine Hilfe. Wir können noch näher rangehen. Ah. Löse alle Gleichungen. XYZ. Ja, meine Rede vom Anfang. Drei Gleichungen mit Was? Drei unterschiedlichen Variablen. Ja, der Spaß geht los. Bitte Wecker klingeln, dass ich die Folge beenden kann. Was? Was soll denn das sein? Ein Koordinatensystem hilft mir weiter. Das habe ich dort drüben gesehen. Drei Dias helfen dir weiter. Das ist doch eine ganz normale Parabel. Ja, das auch. Ja, das ist hier eine ganz normale Kurve. Die ist um 90 Grad verschoben. Das ist irgendwas. Das ist das Unter... Okay. Ja, was zum... Das ist gerade mein Kopf. Ich sehe das Rätsel und... Ja, was zum... Was soll denn das? Warum... Ich glaube, das ist richtig. Oh, da hat es gerade gearbeitet. Also eins. Ja, richtig. Ach, Gott. Nee, das bringt mir ja nichts. So, also gibt es irgendeinen Hinweis da? Irgendwo irgendwas? A, B, C. Da gibt es schon Hinweise, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ach so, Schande. Na, ich dachte, das ist richtig. Mist. So, hier ist zu. Das geht dann auf, wenn ich das geklärt habe. Also, ich muss jetzt erstmal hier raus, weil das ist, ich muss hier raus. Tschüss. Also, so ein Keller, den würde ich auch fest versperren. Oh. Hier ist ja noch eine Tür. Ah, ist der Günther. Okay,
Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Häuser. Oh, da war es das schon. Ja, der Eierohr ist fertig. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir erkunden die Stadt weiterhin und vielleicht wird es ein bisschen spannender noch. Oder auch nicht. Das heißt nicht ein bisschen spannender. Es geht um Mathematik, hast recht, da kann es nicht spannender werden. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.